Sieh genau hin. Head. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Jo, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir immer noch im Schloss. Hintergrund an der ganzen Geschichte ist, als ich im letzten Part ausgemacht habe, und jetzt gestartet habe, hat er uns halt vor dem Bosskampf wieder rausgeschmissen. Bedeutet, ich muss den nochmal machen. Den werde ich aber überspringen. Was aber auf der anderen Seite gar nicht schlecht ist, denn ich habe mal wieder ein paar Kommentare bekommen von H. Keim. Unter anderem hat er gesagt, ich blende hier mal den einen Kommentar ein, den anderen nicht, weil da war einfach zu viel Text. Das würde den ganzen Bildschirm füllen. Hat er gesagt, wir sollen die Kette mal, die wir gefunden hatten, hier genau, Ingrids Halskette, untersuchen. Die kann man wohl zweimal untersuchen. Das machen wir jetzt einfach mal. Da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Okay, ich kann jetzt aber hier nichts sehen. Okay. Haben wir noch eine andere Halskette bekommen? Nicht. Gut, ich prüfe mal. So, ich habe jetzt den Kommentar hier mir nochmal aufgerufen. Er meinte unter Wichtiges. Unter Wichtiges habe ich leider keine Halskette. Die einzige Halskette, die wir besitzen, ist bei Schätze und das ist die Ingrids Halskette, die aber in der Untersuchung nichts bringt. Gut. Okay, dann lassen wir das. Aber der andere Kommentar, den blende ich jetzt hier mal ein, besagt, hier soll es noch Kraut bei einem von den vier, da ist es, oh Gott, da bin ich dran vorbeigelaufen, bei den vier Grünflächen sein. Oh Mann. Okay. Und er ist blau. Nice. Okay. Vielen, vielen Dank dafür, H. Keim, dass wir das jetzt auch noch gefunden haben. Gut, okay, ist jetzt nichts besonders Wichtiges gewesen. Aber immerhin ist das jetzt blau. Das ist gut für meinen Seelenfrieden. Huch, hey. Lass mal wieder reinkommen hier. So, Schlossdach. Dazu habe ich keine Kommentare gekriegt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch rausbleiben. Also da werden wir nichts mehr weiter finden, denke ich. Gut, na dann haben wir das abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt in Richtung Bossfight. Mach den Boss nochmal. Und dann sehen wir uns nach dem Boss gleich wieder. Viel Spaß in der Hölle. Genau. So, meine Freunde, da sind wir. Weiß nicht, ob ich diesmal den Bosskampf besser hingekriegt habe. Ich habe auf jeden Fall versucht, ein bisschen mehr mit dem Scharfschützengewehr zu schießen, damit wir ein bisschen andere Munition sparen. Aber ich denke mal, das war ganz gut. Machen wir weiter. Jetzt fängt der Part endlich raus. Quasi erst richtig an.
Ja, Harkheim, wenn du magst, kannst du gerne nochmal das mit der Heizkette reinschreiben. Ich hab's, wie gesagt, nicht verstanden, nicht gefunden. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Alles kein Ding. So, heilen brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Die Munition können wir einmal... Ey. Meine Güte. Ich muss erstmal wieder klarkommen hier mit dem... der Steuerung. Nein. Bewegen bitte. So. So gefällt mir das. Und jetzt legen wir los. So, jetzt sind wir aus dem Schloss raus, ne? Gehe ich mal stark von aus. Wahrscheinlich kommt hier gleich eine Speicherstelle und ich hätte einfach nur hinlaufen müssen. Nach Rose suchen. Ja, das machen wir. Nicht raten, hier ist eine Speicherstelle. Ach, ey, ich hätte nur hier hinlaufen müssen, ne? Mir das gespart. Aber dann hätten wir das Kraut nicht gefunden. Gut. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Ich glaube, das sollten wir uns vielleicht mal merken. Gespeichert. Nichts drin. Schade eigentlich. Irgendwas anderes hier. Ist auf jeden Fall rot. Aha. Jetzt ist blau. Sehr schön. So gefällt mir das. Okay, machen wir weiter. Hier ist bestimmt verschlossen, ne? Lass mich raten, kann ich mit dem Messer kaputt machen? Ja. Okay, da geht's lang. Aber da unten geht's auch gerade eben noch weiter. Ja. Oder auch nicht. Und das sieht so aus, als wenn hinterm Haus noch ein Brunnen ist. Oh. In der Tat. Dieses Gefäß. Kann ich da nicht reinstopfen? Schade. Schlüssel bestimmt auch nicht, ne? Ah. Da brauchen wir irgendeine Kurbel oder sowas. Schade, schade. Also müssen wir ja hier rein theoretisch ja nochmal irgendwann hinkommen können. Ja gut. Oh. Gibt's noch ein Klo? Mach mal auf. Mach mal auf. Mit Gießpulver. Auf dem Klo. Na klar. Damit's besser rutscht. So, na dann, wir sind zwar gerade tief gefallen, aber jetzt gehen wir noch tiefer. Kann ja lustig werden. Oh nein, Point of No Return. Toll. Ich komme nicht mehr zurück. Fischies. Hi. Will ich euch eigentlich killen? Wirklich, ne? Oh! Lol! Ich habe ihn doch getroffen! Fisch! Okay. Nice. Okay. Aber Fisch. Bestimmt was mit Craften, wa? Schatz wird's nicht sein, dachte ich mir. Wird aber hier nirgendwo angezeigt. Hm. Vielleicht später erst. Keine Ahnung. Okay, hier lang? Hier lang. Nee, da geht nicht lang. Da lang. Unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben.
Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Da steckt sehr viel Wahrheit drin, ne? Wer kennt's nicht? Umbrella Corp. Eindeutig das Siegel von denen. Oder das Wappen. Ja, okay, wir müssen also vier Leute besiegen, damit wir weiterkommen. Und Rose wird geopfert. Geil, warum auch nicht? Geflügelter Schlüssel. Hättest du mir auch gleich geben können. Ja, Rose soll geopfert werden. Vielleicht ist sie schon geopfert. Vielleicht wird sie noch geopfert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht gut, aber ich glaube, wir werden sie nicht wiedersehen. In Resident Evil ist das leider immer so. Ach, jetzt können wir hier die Tür aufmachen, okay? Ich rate, mit dem geflügelten Schlüssel? Wer hätte es gedacht? Nein, ich will nicht noch meine andere Hand verlieren. Was ist das? Zeremonienplatz. Okay. Was müssen wir machen? Nach Rose suchen immer noch, okay. Untersuchen. Flügelter Schlüssel? Nein. Das Gefäß da vielleicht draufstellen? Das Symbol sieht vertraut aus, ja. Umbrella. Ich denke mal, hier werden wir noch nichts machen können. Story ist cool. Spiel ist cool. Alles cool. Nur bin ich eigentlich zu schreckhaft für sowas. Links, rechts. Erstmal hier. Ha! Was? Ich meine, jetzt kommen wieder diese Wolfsviecher oder was? Werwölfe? Die Lykania, keine Ahnung, wie man die nennt. Arkheim hat mir auch noch ein paar Tipps gegeben, was Blocken angeht, aber ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Okay, ich glaube, das ist nur ein Weg. Hier gibt es nichts, was man finden kann, oder? Ah, okay, ja, da oben. Der Typ da oben. Die ganzen Pfeile. Hi.
Ich glaube, das war nicht gut, dass er jetzt geschrien hat. Noch irgendwo einer? Glaub nicht. Da ist noch einer. Auf dich zu bewegen. Oh nein. Hier runterfallen? Nee. Chemikalien hat er da gelassen, ist aber nett. Ich höre hier wieder so ein Vieh, wieder so ein Ziegenbock. Den machen wir nicht. Nur noch nicht. Finden wir bestimmt gleich. Nochmal Chemikalien, danke. Ah, hier ist er. Okay, ist das ein Shortcut oder was? Den wir nicht benutzen können. Weil wir nichts Passendes haben. Ah, Mist. Okay, na dann gehen wir oben weiter. Hier passiert doch gleich irgendwas Schlimmes. Hi, Dude. Den habe ich ein bisschen verfehlt, wa? Nein. Nein. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Die halten aber, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Als die im Schloss. Vor allem, was hast du dir hier denn gefressen? Beine? Es wird nicht mal angezeigt hier, dass das ein Raum ist. Sehr blöd. Oh, oh. Daher, da kommt ein Boss. Schon wieder? Echt jetzt? Überall Leichen. Irgendwas, was hier blinkt? Nicht. Oh. Ei. Passt nicht. Passt nicht. Einen haben wir noch. Passt auch nicht. Nein, Schlüssel haben wir nicht. Pilgerfahrt. Okay. Hinten war, glaube ich, noch ein Raum, ne? Na, immerhin mit ein paar Resten. Okay. Na dann, ab zum Bossfight. Das war so klar. Doch nicht? Lol, dafür gab es jetzt eine Animation? Warum? Why? Sieht nicht gut aus. Altar. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht.
Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Was? Sieh genau hin. Head. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer... Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Das Haus mit dem roten Schornstein finden. Ist nicht euer Ernst. Wir haben den Kopf von Rose im Inventar. Alter. Das ist traurig und widerlich zugleich. Oh Gott. Da könnte einem ja ein kleines Tränchen sogar kommen. Okay. Was zum... Wir müssen alle Teile von Rose finden. Alter, hört sich das makaber an. Hier einsetzen und dann geht's weiter. Alles klar, und jedes Mal kriegen wir eine Vision, wie sie quasi in Anführungszeichen geopfert wurde. Boah, okay. Harter Tobak. So, na denn, zeig mal her. Was hast du Neues? Ankauf brauchen wir nicht. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Die Lemmy können wir, die konnten wir vorher immer nur eine Stufe hochbringen, ne? Jetzt geht's schon zwei Stufen. Aber die machen wir nicht verbessern. Macht keinen Sinn. Was haben wir hier Neues? Oh, ein neuer Koffer für 30.000. Rohrbombe. Arznei, Munition. Ach, das ist die Rohrbomben. Der Plan, um die zu bauen halt. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, hier gibt es noch ein Visier für Scharfschützengewehr, Snipergewehr, eine Wangenauflage, okay. Ja, nichts, was ich jetzt so unbedingt haben möchte. Aber der Koffer wäre nice, für 30.000. Kriegen wir das hin? Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität, glaub mir, mein Freund. Schätze. Kristallfragment, bringt jeweils 2.000. Kristallschädel, 900. Flügel. Torso. Sehr wertvoll. Wertvoll. Die Heizkette. Ich heb die mal noch auf. Vielleicht gibt es ja noch mal eine
Antwort von Harkheim. Roter Stiel auch nur sehr wertvoll. Okay, pass auf, dann verkaufen wir den. Den Ring. Da wird wahrscheinlich nichts mehr bei rumkommen. Das Glas. Die Engelstatue. Und die Halskette behalten wir. Die Lady behalten wir noch. Das kriegen wir hier oben noch hin. Guck mal hier. 30.500. Da haben wir sogar noch was über. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Und dann kaufen wir uns den neuen Koffer. Bis nächstes. Jo, bis nächstes Mal. Na, das ist doch schon mal schön. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Sehr, sehr schön. Ah, hier ist der Fisch. Von gewöhnlichen Fischen gewonnene Zutat. Oh, nicht genießbar. Okay. Frag mich mal, warum wir das jetzt im Inventar haben und wofür wir das brauchen. So, erstmal wieder ein bisschen Inventar aufräumen. Jetzt pack's doch mal dahin. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Dann speichere ich mal noch schnell. Und dann würde ich sagen, sind wir leider schon wieder am Ende eines Parts. Aber geht gleich weiter. Für mich zumindest. Für euch in 2 Tagen. Oder einen Tag. Je nachdem, wie ich das plane. Alles klar. Dann sage ich erstmal wieder. Recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil Village. Oder in einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut rein.